Willkommen zurück zu Golden Sun. Warum hängt jeder am Toreingang, am Dorfeingang rum? Was? Hast du es nicht gehört? Isaac und Garrett verlassen Vale Für eine Reise. Ich wünschte, ich könnte gehen. Ich habe gehört, dass es wirklich gefährlich sein soll. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Oh ja? Also sagt, ist jeder nur dort, um Tschüss zu sagen? Hey, was ist los? Seltsam, Isaacs Mutter ist nicht dort, um ihn zu sehen. Du hast recht, sie ist nicht hier. Hey, sollen wir auch Tschüss sagen? Sicher, lass uns gehen. Voll die seriösen Gespräche für ein paar Grundschüler. Wir zählen auf euch, Isaac, und auch auf dich, Garrett. Trink nicht das Wasser, wenn es lustig riecht. Okay. Und nehmt das auch mit. Ein Kraut. Ich weiß, dass ich kein vergiftetes Wasser trinken soll, Schwester. Hör nicht auf ihn, Isaac. Er ist ein Schwein. Er wird alles essen, was nicht... was nicht niedernagelfest ist. Dora ist sehr spät. Sie ist wohl noch mit Boots auf eine Erkundung. Oh ja, das stimmt. Tante Dora hat mich gefragt, ob ich ihr das gebe, Isaac. Catch Beats? Ich schätze mal, wir sind bereit zu gehen, Herr Isaac. Denk nochmal nach, Garrett. Es muss sehr schwer für Dora gewesen sein. Als Garretts Mutter weiß ich, was Dora für ein Gefühl durchleiden muss. Aber ich habe immer noch Garretts Vater, während Dora nur Isaac hat. Sie will nicht, dass du gehst, Isaac. Können wir nicht einfach gehen? Wir hatten schon genug Gelaber. Genau. Ich sollte mal öfter solche Kommentare von mir abgeben. Denn das sagen die es hier nämlich auch. Sie können hier nicht einfach die ganze Zeit rumstehen, genau wie hier. Sonst werden sie ja nie gehen. Also... Eine letzte Verabschiedung. Auf Wiedersehen. So, können wir jetzt endlich das Spiel beginnen? Nach 5 Parts. Ein Gegner. Und er will labern. Ein reisender Krieger. Und ich sehe, du bist auch ein Adept. Du bist genau die Art von Kämpfer, nach der ich gesucht habe. Würdest du mich bitte mitnehmen? Was? Ich bin ein Venus-Djinn. Mein Name ist Flint. Und meine Frau heißt Hinawa. Ich habe auch 2 Kinder. Sie heißen Klaus und Lukas. Und ich habe einen Hund namens Boney. Und wir leben auf den Nowhere Islands. Doch leider ist meine Mutter... Ich sollte nicht zu viel da rein denken. Ich muss meine Kameraden finden. Wir wurden voneinander getrennt, als der Vulkan ausgebrochen ist. Vielleicht kannst du uns helfen, meine Freunde zusammenzutrommeln. Während deiner Reise. Wenn du mir erlaubst, dir beizutreten, werde ich mich als sehr nützlich erweisen für euch Adepten.
Meine Psy-Energie wird stärker wachsen und deine Adeptfähigkeiten werden sich erweitern. Du kannst uns im Kampf rufen oder einfach unsere Kraft benutzen, um dich aufzupushen. Und wenn du viele von uns gleichzeitig beschwörst, können unsere Kräfte zusammenwirken. Was denkst du? Wirst du mich mitnehmen? Hört sich gut an. Oh, du wirst schon sehen. Du wirst es nicht bereuen. Nun werde ich dir kurz demonstrieren, wie man einen Djinn benutzt. Nachdem du einen Djinn in deine Party gebracht hast, musst du es an jemanden legen. Um den Djinn jemanden zu geben, bewege ihn wie hier. Nachdem du dich entschieden hast, wer den Djinn haben soll, kannst du ihn setzen. Ein Djinn zu setzen kann deine Werte und sogar deine Klasse erhöhen. Wenn deine Klasse sich ändert, wird die Psy-Energie, die du benutzen kannst, sich auch ändern. Als nächstes werde ich dir zeigen, wie du ihn im Kampf benutzen kannst. Jeder Djinn hat eine andere Kraft. Sobald wir gesetzt wurden, kannst du uns benutzen, um unsere Kräfte freizusetzen. Also, lass mich die Kraft meiner Attacke demonstrieren, Isaac. Das macht das jetzt alles von alleine. Ein Zombie. Okay, das macht es auch alles von alleine. Benutze diese... Ja, das hier, um uns im Kampf freizulassen, okay? Das ist alles, was du machen musst, um einen Djinn freizusetzen. Siehst du? Wenn du mich freisetzt, kann ich mit einem mächtigen Steinkleber angreifen. Nach dem Einsetzen werden wir Djinns zur Beschwörung freistehen. Wenn du einen Standby-Djinn hast, kannst du ihn für noch stärker herbeirufen. Beschwören. Das ist seltsam gemacht irgendwie. Du musst erstmal eine andere Attacke machen, um die Attacke machen zu können. Okay. Siehst du, wir Djinns können sehr nützlich sein, stimmt's? Und noch eine Sache. Nachdem ein Genie, so heißen die Genies, ich nenne sie aber Djinns, hört sich besser an irgendwie. Also nachdem ein Djinn beschwören wurde, muss es Zeit verbringen, um sich zu heilen. Nachdem wir uns geheilt haben, können wir wieder zur Verfügung stehen für einen Kampf. Also gehen wir von gesetzt auf Standby zum Heilen und dann wieder zurück zum Set. Das ist der simpleste Weg, wie du uns benutzen kannst. Hast du das alles verstanden? Oh ja, wenn du mehr über ein... Jetzt, ich sag dir wieder Djinn. Okay. Wenn du wieder mehr über Djinns erfahren willst,
Ach so, das meint er. Okay, ich werde dir jetzt beitreten. Vielen Dank. Bitte benutze uns Jins Weise. Wow, jetzt beginnt endlich das Spiel. Keine Dialoge mehr. Ich muss sagen, das ist ein großer Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe. Zu viele Dialoge auf einmal. Das ist langweilig. Aber wenn es jetzt losgeht, dann endlich. Dann kann der Spaß jetzt richtig losgehen. Ich verstehe noch nicht, wofür sind denn diese vier Bälle da oben? Jetzt gut. Also ich weiß, der eine steht für den Venus. Und was mit den anderen drei? Keine Ahnung. Das ist eine Höhle. Und eine Stadt. Ich gehe erstmal in die Höhle. West-Lumpa-Höhle. Lumpa? Was ist denn Lumpa? Ist das die Stadt? Heißt die so? Hm? Das war... Ja, toll. Ja, es hat mir viel gebracht. Lohnpaar. Hey, da ist was. Das ist bestimmt ein Heil-Item oder so. Wie komme ich daran? Das ist Lohnpaar. Du kannst nicht eintreten ohne Dodonpaas Erlaubnis. Was ist mit dir los? Willst du Lohnpaar betreten? Ja. Nun, du kannst nicht. Geh zurück, wo auch immer du hergekommen bist. Wenn alle Leute in dieser Stadt so sind, dann will ich nicht hier rein. Wo können wir denn sonst hingehen? Ich muss doch sagen, ich finde das sehr gewöhnungsbedürftig. Wie einfach mal wir irgendwelche Riesen hier sind. Wir sind so groß wie die Berge. Das soll wahrscheinlich zeigen, wie groß diese Welt ist, ohne dass wir endlose Wege gehen müssen. Aber trotzdem ist das... Ja, ich kann damit nicht ganz zurecht irgendwie. Muss mich wohl dran gewöhnen. Wir können keine längere Minute in einem gefährlichen Ort wie diesem bleiben. Wir müssen... Wir gehen jetzt sofort nach Calais zurück. Meister Hammett, das ist furchtbar. Die Brücke wurde zerstört. Wir können nicht weiter nach Süden gehen. Was, die Brücke? Das ist schrecklich. Wie sollen wir denn jetzt zurück nach Calais gehen? Meister Hammett, ich mache mir Sorgen darüber, dass wir Ivan zurücklassen. Ich, so viel ich Ivan auch mag, es ist seine Schuld, dass mein Stab gestohlen wurde. Und seine seltsamen Kräfte werden
helfen auf der Suche nach dem Stab. Hä? Oder ich habe gerade was falsch übersetzt. Ivan hat seltsame Kräfte. Lass mich raten. Psi-Energie. Ah, ist ein Komet oder ein Kristall? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort verlassen. Aber wohin? Wohin sollen wir gehen? Wir haben keine andere Wahl. Wir gehen nach Norden. Wir werden in Lunpa ankommen, wenn wir nach Norden gehen. Nun ist besser als... Nun ja, es ist immer noch besser, als von den fallenden Steinen hier getroffen zu werden, stimmt's? Vault. Willkommen in Vault. Die Stadt hier ist im Herzen von Angara. War die Eruption von Mount Aleph nicht unglaublich? Ach so. Ja, ich sehe schon. Kann ich irgendwie hier das auschecken? Nein. Ich dachte den Brunnen auschecken. You can hear water running down there. Ist das da ein Friedhof? Sieht aus wie ein kleiner Friedhof. Ja, die Leute haben jetzt nicht allzu interessante Sachen zu sagen, deswegen werde ich das nicht alles übersetzen. Vielleicht höchstens mal zusammenfassen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich habe ja schon gemerkt, was für seltsames Vokabular in diesem Spiel vertreten ist. Und deswegen werde ich höchstens von Leuten, dessen Gelaber nicht unbedingt zur Story gehört, werde ich nur zusammenfassen. Okay? Okay. Dann verbraucht das nicht so viel Zeit. Achso. Die fragt uns, ob wir... Oder er, keine Ahnung. Fragt uns, ob wir ihn dafür beschuldigen, Hammets Stab gestohlen zu haben. Nein. Der sagt jetzt, ich werde... Oh, Entschuldigung. Ich werde zu schlau, um auf Gerüchte zu vertrauen, aber er weiß gar nicht mal, was gestohlen wurde, aber das hat er auch gerade gesagt. Ist das ein Friedhof? Ist das ein Friedhof? Ja, tatsächlich. Ist hier irgendwo ein Boris oder so? Ruff. Wenn ich ja sage. Okay, den Typ merke ich mir mal. Oder die Frau. Ich kann nicht sehen, was das ist. Ja, die labert auch wieder was von Vulkanausbruch. Nichts allzu Interessantes hier. Denke ich mal. Oh, wieder ein Amaze. Wisst ihr, die haben ja gerade von Lunpa geredet.
Ich gehe jetzt da nochmal hin. Denn das ist jetzt die einzige Stadt, die mir gerade einfällt, wo ich hin kann. Und wenn es da unten nicht weitergeht, wie die gerade gesagt haben, dann gehe ich jetzt wieder nach Lumpa. Okay, das sieht seltsam aus. Oh, scheiße. Die sterben aber auch echt nicht. Was ist los mit denen? Geht doch. Los. Das muss jetzt aber... so viel gegeben, wie ich dachte. Hier. Hier. Hab nicht mehr viele PP. Komme ich jetzt hier durch? Ach so, muss hier um Himmel zu ritten, ja. Okay. Also wir sind nicht hier, um Helme zu retten. Oder doch? Wir sollen nach Helme zurückgehen. Nee, wir sollen Helme nach... Also, sie werden Helme schnell zu Kalei zurückführen. Wir sollen nur noch länger warten. Das wurde jedenfalls gesagt, dass sie es sagen sollen. Und Scheiße. Mein Controller. Also das Wii U Gamepad. Ist alle. Ja, wie dann beende ich den Part hier. Ciao.